Sonnenklar TV live vor Ort. Ja, das ist ja das Schöne, dass wir dann auch immer mal woanders hinschalten können. Vor allen Dingen zu den wichtigen Plätzen, die natürlich gerade in der Touristik uns betreffen. Und das finde ich sehr, sehr schön, denn die CMT läuft ja gerade auch wieder in Stuttgart. Und da ist unser lieber Kollege, der Björn Kasper, auch wieder vor Ort. Und ich freue mich sehr, dass wir zu ihm schalten dürfen. Mein lieber Björn, erstmal ein gutes neues Jahr. Wir haben uns noch nicht gesehen im neuen Jahr. Freue mich, dich zu sehen. Und du hast Gäste an deiner Seite und du wirst uns sicherlich gleich sagen, um wen es sich handelt. Ja, genau, aber wie? Wunderschöne Grüße zu euch ins Studio und auch dir ein schönes, frohes neues Jahr. Und ich bin auf der CMT in Stuttgart und das ist Europas größte Touristikermesse für Endverbraucher. Und die hat gestern schon Rekord gebrochen. Über 90.000 Leute waren hier und da darf Sonnenklar TV auch nicht fehlen, denn wir schauen nach ganz, ganz spannenden Themen. Und ich bin die nächsten zwei Tage da und suche mir hier so die Rosinen aus dem Stuten. Und jetzt bin ich am Stand von Donau-Ries gelandet. Und Donau-Ries, was zeichnet Donau-Ries eigentlich aus? Das Ferienland Donau-Ries, das liegt zwischen München, Stuttgart und Nürnberg. Wir sind gut mit dem Zug und mit dem Auto zu erreichen und uns zeichnen unsere historischen Städte aus. Beispielsweise Bopfingen, beispielsweise Donauwörth oder hier im Hintergrund Nördlingen mit der rundherum begehbaren Stadtmauer. Wir haben wunderschöne Klöster und Kirchen und viele Burgen, beispielsweise auch die Harburg, eine der besterhaltensten Burgen Süddeutschlands. Also ein Trend ist aber auch wirklich, mal im eigenen Land zu bleiben. Ganz genau. Radeln, wandern im eigenen Land. Wir haben Top-Rad- und Wanderwege, kleine Touren, große Touren. Also wenn Sie gerne entlang von Flüssen radeln beispielsweise, entlang der Donau, entlang der Wörnitz, wenn Sie gerne wandern in der Monheimer Alb, nicht so steil, auch etwas schattiger oder die einzigartige Landschaft des Geopark Ries erleben wollen, dann sind Sie bei uns im Ferienland Donau-Ries genau richtig. Wie komme ich am besten zu Ihnen? Das kommt darauf an, woher Sie kommen. Also wie gesagt, aus den Ballungszentren kommen Sie sehr gut über die Autobahn, über die Bundesstraßen zu uns. Aber die großen Bahnhöfe, wie beispielsweise Donauwörth, ein ICE-Bahnhof, von dort kommen Sie dann gut in die ganze Region. Liebe Frau Burkhardt, wir müssen mal über den Geopark Ries reden. Was ist das Besondere am Geopark Ries? Die Region ist ausgezeichnet durch ein Loch in der Landschaft mit 25 Kilometer Durchmesser und 150 Meter maximalen Randhöhen. Man dachte immer, das wäre ein Vulkan, aber vor 60 Jahren haben uns die NASA-Amerikaner, die zum Mond fliegen wollten, gelehrt, wir haben da ein Loch, was durch ein kosmisches Ereignis, durch einen Asteroideneinschlag geschlagen worden ist. Deshalb ist die Geologie komplett verändert und wir haben ein Loch mitten in den Jurahöhen, Fränkische und Schwäbische Alb. Dadurch haben wir eine sehr tolle Topografie. Der Herr Heining hat es ja schon gesagt, mit Radeln und Wandern ist sehr abwechslungsreich die Landschaft. Wir haben besiedlungsgeschichtliche Besonderheiten von der Steinzeit über die Römer, über die Kelten, eben die Stauferburg, weil dieses Kleinklima hier und die Flüsse und die Hügel so schön sind und man kann mit Führern bei uns, Geopark Ries-Führer im Gelände, da haben wir auch den Heimatpreis letztes Jahr bekommen für Bayern, die Besonderheit sich im Gelände vor Ort erklären lassen. Man kann aber auch selber in unsere Erlebnisgeotope auf unseren Themenwanderwegen, man kriegt sehr viel erklärt, wie dieser Einschlag, die Natur, das Wetter, die Besiedlungsgeschichte bis heute, die Kultur in der Region beeinflusst. Wir gelten als Kornkammer Bayerns. Auch die Limes-Legionen von den Römern sind versorgt worden durch die Villa Rustica in unserem Krater, weil dort die Böden eben sehr viel fruchtbarer sind als in der umgebenden Juralandschaft. Also ganz, ganz viel Spannendes. Und für die Zuschauer, die das alles nochmal nachlesen können, wo finden Sie Infos? Die Infos stehen alle auf den Internetseiten von uns, ferienland-donau-ries.de. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, hier geht's Schlag auf Schlag. 9 Hallen voller Hotspots und die schaue ich mir alle an. Und wir hören uns und sehen uns heute noch ein paar Mal wieder. Zurück zu dir ins Studio. Super, vielen, vielen Dank, viel Spaß. Wir sind gespannt, ja, tolle Informationen auch hier von der CMT in Stuttgart. Ja, und bei uns geht es direkt weiter. Ja, wir werden also auf jeden Fall noch mehr hören vom Björn heute. Aber wir machen jetzt mal eine schöne Exkursion nach England und haben jetzt hier eine ganz, ganz besondere Reise, ein Geburtstagsspecial.